seid immer so weit weg da. Ja. Das ist so komisch. Also das wird nachher, glaube ich, nicht so. Wie nachher? Na, wenn man das fertige Bildmaterial sieht. Ach so, klar, da haben wir es ja ne? schon. Ja, ist so. Scheiße. 14.000 Euro Schulden? Hey! Über 2 Millionen auf dem Konto und ich fühle mich beschissen. Vielleicht bist du erkältet. You do you, I do me. Let it go, let it be. Can't keep up, not enough. Move along. Wir fahren nach Mannheim. Ich kann nicht nach Mannheim. Ich habe mein Pfefferspray nicht dabei. In Easy und Ossi geht es ja um eine ganz besondere Zeit, nämlich ja auch die nach der Schule. Und beide haben eine Leidenschaft, die sie gern zum Beruf machen würden, aber die Eltern sind irgendwie dagegen. Wie war das bei euch nach der Schule, diese Zeit? Also ich glaube, wir haben beide gedreht schon, als wir in der Schule waren. Und bei mir war es dann so, dass ich auf jeden Fall wusste, dass ich weiterhin Schauspiel machen will. Aber also ich habe auch dann mein Abi gemacht und war dann aber trotzdem ein bisschen lost und war so, okay, was mache ich jetzt? Studiere ich jetzt trotzdem irgendwas oder gehe ich auf eine Schauspielschule oder drehe ich einfach? Oder also ich hatte so ein Jahr, in dem ich echt ein bisschen nicht wusste, was ich machen soll. Also ich wusste immer, ich will Schauspiel machen, aber was dann so nebenher läuft. Also ich studiere jetzt auch letztendlich noch was parallel. Aber was denn? Medienwissenschaft. Hm. Und da war ich hatte wirklich diese, kann diese Phase sehr nachvollziehen, dass man einfach kurz komplett nicht weiß, was man machen soll mit seinem Leben. Und man hat so viel Zeit vor sich und so viele Möglichkeiten. Man hat ja so viele Möglichkeiten. Aber ich bin ganz froh für das Ergebnis, für das ich mich jetzt entschieden habe. Ja. Warst du auch lost, Dennis? Nicht auf die Art, auf eine andere Art vielleicht, auch teilweise, phasenweise. Aber ich wusste immer, was ich machen will, definitiv. Auch nach der Schule, schon während der Schule. Genau wie bei Lisa wollte ich auch schon immer Schauspieler werden. Auch schon früh, ich glaube, der 8. Klasse, 7. Klasse, 8. Klasse ging das los bei mir. Und als ich dann runter bin von der Schule, bin ich dann auch erstmal klassisch reisen gegangen, nach Australien und so. Und, genau, aber mir war immer klar, okay, ich komme zurück und ich gehe meinen Weg, nämlich in der Schauspielerei. Was war denn für euch die größte Herausforderung jetzt an diesen beiden Figuren, an Easy und Ossi? Ja, für mich war die größte Herausforderung, Oscar so authentisch wie möglich hinzubekommen. Und dass dieser, wenn man viel beleidigt, also wenn man viele Leute beleidigt, dann kann das auch schnell lächerlich wirken oder dass es drüber ist oder so. Und das wollte ich natürlich auf gar keinen Fall. Ich wollte so mein ganz eigenes Ding machen mit Oscar und wollte meine eigene Authentizität mit der Rolle finden. Und das war am Anfang relativ schwer für mich, muss ich ehrlich sagen, bei den ersten Proben, dass das eben nicht so drüber wirkt, dass man jetzt permanent an falschen Stellen Leute beleidigt oder flucht oder so und dass man da so seinen ganz eigenen Rhythmus findet, seine ganz eigene Tonalität in der Rolle. Das war auf jeden Fall für mich am Anfang die Herausforderung, aber sobald ich das gefunden hatte, ging es gut, ja. Ich glaube, bei mir war es so ein bisschen der Fakt, dass es einfach eine Komödie ist, die wir gedreht haben. Und ja. Ich habe wirklich wenig Komödienerfahrungen davor gehabt und viel düstere Stoffe und Dramen und sowas gedreht. Und in dem ich mich auch total wohlfühle und was ich auch total gerne mache. Aber ich hatte auch mal Lust, was ganz anderes zu machen und eben lustig zu sein. Und das ist was komplett anderes. Und Olli, unser Regisseur, hat auch immer gesagt, ihr müsst schneller spielen. Weil wir beide so dieses ein ganz anderes Tempo drin hatten. Und da muss ich erstmal ein bisschen reinfinden, weil es sich so anders angefühlt hat. Völlig normal, dass verzogene Teenager ausrasten, Drogen nehmen, rumvögeln und Köchin werden wollen. Ich könnte niemals, nie, nie, niemals mit jemandem wie Ossi zusammen sein. Verpiss dich! Fick dich! Fick dich! Du hast gerade schon gesagt, du hast ja auch in Dark gespielt. Wie wirkt sich denn das so auf die Atmosphäre am Set aus, ob man jetzt eine Komödie dreht oder etwas düsterere Stoffe? Ich muss sagen, wir haben bei Dark auch extrem viel am Set gelacht. Also es ist nicht so düster, wie man es vielleicht erwartet. Aber auch bei Easy und Ossi. Also ich glaube, hängt es gar nicht so sehr mit dem Stoff, den man dreht, zusammen, sondern viel auch mit den Leuten, mit denen man arbeitet. Also ich glaube, man kann an einem Set von einer Komödie stehen und es ist überhaupt nicht witzig die ganze Zeit und keiner mag sich. Oder man hat halt einfach Spaß und das kann man halt bei jedem Stoff so ein bisschen haben. Gibt es eine Szene, bei der ihr sagt, boah, da werde ich mich mein Leben lang noch dran erinnern, dieser Easy und Ossi, das war so super. Definitiv. Es gab im Schloss, als wir bei Easy zu Hause gedreht haben,
gab es einen Moment, wo Izzy und Ossi sich sehr nahe kommen und auf einem Sofa landen. Und wir wollten eine große Intimität erzeugen, indem die Kamera sehr nah ist und die beiden Gesichter von Izzy und Ossi sich sehr nahe kommen. Und dann sich was zuflüstern und so ein Blickkontakt entsteht. Und klar ist, okay, hier ist es jetzt intim. So. Was man nicht sieht, ist das, dass ich mich die ganze Zeit halt mit dem Arm auf dem Sofa abstützen musste. Und es war so ein Sofa mit so einem Polster, was aber sehr weich war. Und jeder, der schon mal sich auf einem weichen Sofa abgestützt hat, der weiß, wie anstrengend das auf Dauer ist. So, jetzt hat angefangen, mein Arm irgendwann nur zu zittern, weil das so anstrengend war. Und die Herausforderung war, dass ich mein Gesicht aber stillhalte und wahnsinnig intim gucke dabei. Also du hast super geschwitzt, aber einfach aus anderen Gründen. Mega, mega. Und ich dachte, jetzt noch 2 Sekunden länger und ich fall einfach mit dem Gesicht auf Izzy rauf oder auf Lisa rauf. Da hat sich dein ganzes Training aber ausgezahlt. Allerdings, ja. Allerdings. Ist nicht passiert. Du sagtest ja schon intime Szene, also der ganze Film ist ja romantic, er ist aber auch Comedy, er ist lustig. Aber was daran lässt einen auch echt nachdenklich rausgehen oder hat euch nachdenklich gemacht? Naja, es sind ja zwei komplett extrem unterschiedliche Welten, die so aufeinanderprallen. So einmal das eine Ende, das total arm ist und eben Schulden hat, also Ossis Familie ist verschuldet. Und dann dieses komplett andere Ende von Ossis Familie schwimmt im Geld, weiß gar nicht, was noch alle mit diesem Geld anfangen sollen. Natürlich ist das beides sehr extrem, aber es gibt immer diese Unterschiede in der Gesellschaft und dass die beiden halt das überwinden und trotzdem sich finden und auch kommunizieren können, auch mit anfänglichen Problemen. Aber dieses Ding, dass man einfach manchmal hinter die Fassade gucken muss. Ja, und dass beide einfach bedingungslos ihr Ding machen und ihr Ding machen wollen, komme was da wolle. So, und sich darüber ja auch kennenlernen. Und genau das verbindet die beiden. Und dass Izzy Oscar sein lässt, wie er ist, und Oscar lässt Izzy sein, wie sie ist. Und das, finde ich, ist was sehr Besonderes, was es vielleicht nicht allzu häufig gibt heutzutage. Und das habe ich definitiv positiv aus der ganzen Dreherfahrung mitgenommen. Ja. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden. Gerne. Danke auch.